Hey, das macht Spaß. Hi, ich bin's wieder. Heute will ich mich mal einem Problem widmen, das viele von euch bestimmt auch haben. Ich zeige es euch gleich, weil dazu muss ich die Kamera mal aus der Hand legen. Das ist das Quietschen von der Federung. Ne? So, wir stellen die Kamera mal hier hin. Genau, das heißt, wenn man hinten federt, ihr habt es gehört, dann quietscht das ein bisschen. So, dann schauen wir mal, was wir da dran machen können. Dazu muss Saira erstmal auf die Bühne. So, dann schauen wir mal. Dann probieren wir es mal wieder mit der Kopfkamera. Wollte ich ja eigentlich nicht mehr machen. So, erst holen wir die Saira mal in vernünftige Höhen. So, die Theorie ist, dass es das Schwingenlager ist. Dann machen wir mal die Krappen ab. Ich habe das auch noch nie gemacht, aber so keine Ahnung, ob es funktioniert. Aber so, aha. Andere Seite. Oh. Warte, Suzuki ist noch ein bisschen im Weg. So. Yes. So, dann gucken wir mal, von welcher Seite. Ah, da geht es am besten auf. So. Schauen wir mal. Müsste 22 sein. Nö. Dann ist es 19. Schon eher. So, Achtung. Kompressor an. Ich dachte, der heult. Macht er aber nicht. So, dann machen wir die mal lose. So, was ich vorhab, ich weiß leider nicht, wie dick die Achse ist. Nee, die ist kleiner. Weil ich möchte die ein bisschen rausziehen. Und was anderes so lange da hinein tun, ne, dass mir die nicht ganz rausrutscht. Eigentlich müsste ich ja noch welche in den Rädern von der Yamaha haben. Da ist doch eine Achse drin. Das ist doch wunderbar. Upsa. So. Versuchen wir es doch mal damit. Nee, die ist auch zu groß. Mist. So, ich versuche es jetzt mal mit diesem langen Schraubendreher, dass der quasi als Platzhalter stecken bleibt. Aber es sieht aus, als wäre das gar nicht notwendig gewesen. So. Und dann können wir die Achse schon rausziehen. Aber so ganz ungefettet sieht die gar nicht aus. Vielleicht kommt das Quietschen dann gar nicht daher. Aber wir probieren es mal. So, machen wir mal ordentlich Fett drauf. So. So, und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze
genauso wieder reinschieben können. Ah jo. Also, das mit dem Platzhalter ist gar nicht notwendig. Die Schwinge bleibt auch so am Platz. Zack. So. Dann machen wir das Ganze mal wieder fest. So, und jetzt schauen wir mal, ob es was geholfen hat. So. Ups. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit und Tatsache, es quietscht nicht mehr. Jetzt probiere ich es nochmal mit draufsetzen. So, und nein, Quietschen ist weg. Wunderbar, also einfache Sache, habt ihr gesehen. So, das war heute nur eine Kleinigkeit. Also, wenn es bei euch quietscht, ihr habt es gesehen, Schwingachse raus, gut einfetten, Schwingachse wieder rein, fertig, Kleinigkeit und schon ist das Quietschen weg. Dann, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, liken und abonnieren und wenn nicht, dann wie immer trotzdem. Tschüss, bis zum nächsten Mal.